Im Fokus vieler Kameras. Friedrich Merz ist das gewohnt. Er kann damit umgehen, das, wenn es eng wird, auch benutzen. Jetzt war es soweit. Der Bewerber um den CDU-Vorsitz gab jede Menge Interviews, in denen er dem CDU-Establishment, wie er es nennt, vorwirft, es betreibe die Kampagne, Merz als Parteichef verhindern. Das war so offensichtlich und so klar, dass ich dies jetzt auch beim Namen nenne und an meine Freunde in der Partei und auch an die weniger guten Freunde eine klare Botschaft haben. Das wird nicht gelingen. Ihr werdet Merz nicht zerreiben und nicht verschleißen. Der bleibt stehen. Friedrich Merz ist sauer, weil die CDU-Gremien den für Dezember geplanten Wahlparteitag coronabedingt abgesagt haben, verschoben ins nächste Jahr. Läge wohl daran, dass er an der CDU-Basis deutlich beliebter sei als seine Mitbewerber Röttgen und Laschet. Das belege eine Umfrage, so Merz. Dem widerspricht die stellvertretende CDU-Chefin Silvia Breher. Bei der Verschiebung des Parteitags gehe es nicht um Personen und um politisches Kalkül. Ebenso kritisiert CSU-Chef Markus Söder. Es geht ja nicht um die Karriere einzelner Personen, sondern um die Sorge um viele Menschen. Merz riskiere mit seinen Aussagen den Zusammenhalt der Partei, kann man aus der Reaktion des CDU-Generalsekretärs heraushören. Also erstens stehen wir zusammen als Partei und das gilt für alle. Da bin ich fest von überzeugt und das hat auch mit der Frage zu tun, wie wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen uns äußern werden. Die Zeit dränge, meint dagegen Merz. Die Machtfrage in der CDU dürfe nicht aufgeschoben werden. Möglich wäre auch eine Mitgliederbefragung. Mindestens 5 Landesverbände müssten diese beantragen.